Ja, und dabei ist wichtig, dass Stress nicht im Sinne von wir entspannen uns jetzt alle und sind alle super gelassen und entspannt und machen jetzt nur noch Qigong und Yoga. Das ist auch ein Teil, was sehr wichtig ist. Aber ich habe das erlebt, nach dem Burnout sind viele auf so einer Nulllinie geblieben, um ja nicht mehr in diesen Stresszustand zu kommen. Und das ist das, wo ich gesagt habe, ich möchte wieder Leistung bringen können. Also das ist kein Leben, das ist ein Dahinsiechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dem begegnen, was heute da ist und trotzdem gut damit gehen können. Die VUCA-Welt, das ist das, wo wir uns heute befinden. VUCA ist ein Akronym, kommt ursprünglich aus dem Militär, wird heutzutage auch von den Managern benutzt. Heute nur ganz kurz. VUCA bezeichnet einmal die Unberechenbarkeit unseres heutigen Systems. Also es ist nichts mehr so, dass wir vorrechnen können, dass wir sagen können, oh, der Kurs ist da, der stabil, der steigt, kommt eine Corona-Krise daher. Die Autoindustrie haben tiefe Einbrüche erlebt, was keiner mit gerechnet hätte. Und im Prinzip sind viele Kursverläufe eher so dieses Zickzack. Das versteht man zum Beispiel unter Volatility. Uncertainty, die Ungewissheit, wo kommen wir hin, wie geht es weiter, was ist mit KI, werden wir Arbeitsplätze verlieren, wir wissen es nicht genau. Die Komplexität, ganz wichtig. Was ich sehr wichtig finde, ist der Unterschied zwischen Kompliziertheit und Komplexität. Ich bin Mathematikerin und Mathematik ist definitiv kompliziert, aber es ist berechenbar. Wir können, zumindest Computer können so viel berechnen, wenn es wir auch nicht mehr schaffen, aber Komplexität ist nicht berechenbar. So habe ich als Kind immer gerne PM gelesen und da war irgendwann mal drin gestanden, wenn wir einen Kubikzentimeter Erdboden rausstechen im Wald, können wir nicht berechnen, kann kein Computersystem der Welt berechnen, was es bedeutet für die Auswirkung, für die Umwelt. Und das bedeutet, wir können nicht mehr lang planen. Lange Planungen, lange Etatpläne. Also dieses Jahr, die Unternehmen, die letztes Jahr Etatpläne gemacht haben, bin ich mir sicher, dass sie sie alle ja, irgendwo in die Rundablage gelegt haben und mit Corona neu planen müssen. Und letztendlich die Mehrdeutigkeit, ganz wichtig, sind gut sichtbar in der Corona-Zeit. Wir haben alle die gleichen Zahlen, auf die wir uns berufen. Und egal, wer sie interpretiert, er interpretiert sie unterschiedlich. Und das heißt, das ist alles, wir haben zwar Zahlen, wir haben Daten, aber wie wir sie interpretieren, wenn wir Erfahrungen noch nicht haben und viele Dinge, die auf uns zukommen, wie zum Beispiel Corona, haben wir noch keine Erfahrungen, können wir auch, sind es Deutungen, sind Vermutungen. Also wir wissen nicht, also wir haben nur Unsicherheit rund um uns herum. Unsicherheit bedeutet Stress. Und Stress beruht im Grundsatz auf vier verschiedenen Komponenten. Einmal stresst uns, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen was tun, wo uns die Kompetenz dazu fehlt. Dass wenn wir irgendwo hin müssen, also wenn ich zum Beispiel Akquise machen muss, bin ich gestresst, weil ist nicht innerhalb meiner Kompetenzen. Ja. Wenn wir das Gefühl haben, da ist schon wieder eine neue Software. Kaum haben wir die alte Software begriffen und wir wissen, wie sie funktioniert, ist schon wieder eine Neuerung da und wir wissen wieder nicht, wie es geht. Sei es, da ist Agilität, also das ist oft in den Unternehmen, ach, hören Sie mir mit Agilität auf. Seit wir Agilität im Unternehmen haben, ist alles nur noch schlimmer geworden und wir haben noch mehr Stress. Das Weitere ist, wie werte ich das, was auf mich zukommt? Wie schaue ich da drauf? Ist diese Veränderung, diese neue Welt, die auf uns zukommt, eine Chance, die mir begegnet? Oder ist es eher eine Gefahr, wo ich sage, hey Mann, ich weiß nicht, wie es mit meinem Job geht, ich weitergeht. Eigentlich wollte ich Karriere machen. Weiß ich nicht, ob es die Führungsposition im nächsten Jahr überhaupt noch gibt. Wie geht es denn für mich weiter? Früher hat man, als ich fertig war mit dem Studium, hat es geheißen, geh doch zu Siemens. Da hast du einen, das ist wie verbeamtet. Ja? Ich bin nicht zu Siemens gegangen, aber ich habe als externe Consultant bei Siemens gearbeitet und damals ist gerade die große erste Entlassungswelle gewesen. Und da war nichts mehr mit Beamtentum. Also es hat sich alles extrem verändert. Freiwilligkeit.
bin ich freiwillig in dieser Situation? Also bin ich da und sage, hey, die Innovation, ich gehe mit, ich gehe in die Agilität mit, ich lerne Neues, oder wehre ich mich dagegen? Habe ich das Gefühl, so, boah, jetzt muss ich da, fühle ich mich als Getriebener. Und was uns noch stresst, ist die Dauer. Das ist zum Beispiel, nehmen Sie ein Glas Wasser in die Hand und halten Sie das. Im ersten Moment kann man das sehr locker machen. Aber halten wir das eine Minute, wird schon anstrengend. 2 Minuten, 5 Minuten, wie lange schaffen wir das? Irgendwann fangen wir das Zittern an, das funktioniert nicht mehr. Und so ist auch Dauerstress eigentlich der Stress, der schädlich für uns ist. Weil Stress an sich brauchen wir alle, weil Langeweile kennt jeder und nur Entspannung ist auch kein Leben. Das heißt, wir brauchen eine Abwechslung zwischen Anspannung und Entspannung. In der neurolinguistischen Programmierung gibt es ein Modell von Dills, das beschreibt die Veränderung. Das heißt, wenn ich, meine Umwelt hat Einfluss auf mein Verhalten, das, was ich immer tue, entwickelt meine Fähigkeiten. Alles das, was ich kann, was ich erlebt habe, meine Erfahrungen bilden meine Werte, das, was mir wichtig ist. Alles das, was ich, meine Werte und was ich über mich und über die Welt glaube, ist meine Identität. Das sind diese Sätze, ich bin. Und wir alle wollen unser Ich unter was Höheres drunter stellen. Also wir suchen eine Zugehörigkeit, egal, zu allen möglichen Systemen. Das können Teams sein, das können Unternehmen sein, das können Familien, das kann der Verein sein. Das heißt, wir suchen einen Sinn in unserem Leben. Wenn wir unsere Umwelt heute anschauen, dann ist es so, dass sich wahnsinnig viel verändert und es entsteht sehr viel Unsicherheit und Angst. Das bedeutet Stress. Ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Das heißt, ich bin nicht motiviert, weil ich bin getrieben. Ich habe das Gefühl, oh, da ist außen einer, der bestimmt, was ich zu tun habe. Das heißt, meine Motivation fällt und ich falle in diese Haltung, kann ich nicht, will ich nicht. Und im nächsten Schritt ist es dieses, boah, wir sehen uns alle nach Sicherheit und Stabilität und viele, oft hören wir die Aussage, oh, früher war alles besser. Wir wissen alle, es stimmt nicht, wenn wir darüber nachdenken, gab es früher viele Dinge, gerade wir Frauen, die wir heutzutage nicht mehr haben wollen. Und das heißt, wir fühlen uns bedroht in unserer Identität. Da ist jemand, der will, dass ich was tue, was ich nicht will. Und ich kann mich nicht so verhalten, wie ich möchte. Also fühlt sich meine Identität bedroht. Und warum stehe ich jeden Tag auf? Warum gehe ich in mein Unternehmen? Viele wissen das nicht. Das ist in den Unternehmen oft, wenn ich die Frage stelle, was sind die 2 größten Ziele oder die 3 größten Ziele Ihres Unternehmens, kennen sie nicht. Das heißt, drehen wir die Pyramide um und gehen von der Reaktivität und machen in die Proaktivität. Das heißt, wir haben einen Sinn. Wir wissen, für was wir jeden Tag aufstehen. Und Sinn ist was sehr Persönliches. Das heißt, wir können unsere Identität, wir haben diese Zugehörigkeit. Wir unterstellen unsere Identität etwas Größerem, wo wir alle auf der Suche danach sind. Stimmen unsere Werte mit dem Sinn des Unternehmens optimal oder den Sinn, den wir verfolgen, überein, stärkt uns unser Sinn. Stärken können wir unseren Sinn stärken. Das heißt, die Motivation steigt. Das heißt, ich weiß plötzlich, warum ich was lernen muss, weil ich habe ja ein Ziel oder einen Sinn, den ich erfüllen muss, eine Vision, eine Mission, die ich erreichen möchte. Das heißt, ich bin bereit, was Neues zu lernen. Und ich habe die Klarheit und den Fokus, wo ich hin möchte. Das heißt, ich kann Entscheidungen treffen und brauche ich ein Ziel, dazu muss ich eine Klarheit haben, wo ich hin möchte. Und ich habe das Gefühl, ich meistere die Situation. Und damit werde ich zum Gestalter meiner Umwelt. Das heißt, ich kann aktiv mein Unternehmen, mein Team, meine Arbeit gestalten. Das heißt, ich bin proaktiv. Und wenn diese Pyramide in Balance ist, das heißt, wenn der Sinn mit den Werten und meinem Verhalten übereinstimmt, dann bin ich in Balance und dann habe ich Sicherheit im Inneren. Das heißt, im Außen ist heute sehr oft etwas chaotisch, etwas schnell, ist sehr viel Wandel. Aber wenn ich Stabilität im Innen habe, dann kann ich auch im Außen diese Unsicherheit, diesen schnellen Wandel gut meistern. Wenn wir den Stress anschauen, das heißt, wenn ich bereit bin, neue Kompetenzen zu lernen, wenn ich anders auf die Welt, wenn ich die VUCA-Welt als Chance sehe, mich zu entwickeln, wenn ich sage, okay, ich bin jetzt in diesem Unternehmen, dafür habe ich mich entschieden und ich gestalte dieses Unternehmen mit, entsteht eine Freiwilligkeit.
Und ich bin nicht mehr im Dauerstress, sondern ich bin ja der Gestalter und habe nur noch vielleicht gelegentlich mal das Gefühl, puh, das ist gerade nicht so gelaufen, wie ich das will. Das gehört mit zum Leben dazu. Das brauchen wir auch alle. Das heißt, damit sinkt auch mein negativer Stress. Und ich finde es wichtig, dass wir unsere Mitarbeiter fit für die Zukunft machen, aber es ist auch wichtig, dass wir das System fit für die Zukunft machen und dass wir Arbeit neu denken, weil wenn ich meine Mitarbeiter entwickle, aber in einem toxischen System bin, dann kann kein Mitarbeiter gesund werden. Das heißt, es muss betrachtet werden. Das heißt, wir haben am Ende hoffentlich starke Mitarbeiter, die ein starkes Unternehmen bilden. Dankeschön.